Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 9. April. Heute dabei Aldi Süd, Facebook Messenger, Elon Musk und Android Pie. Beginnen tun wir mit Aldi Süd. Die bauen jetzt flächendeckend Elektroladesäulen auf ihre Parkplätze. Und zwar auch an den Autobahnausfahrten. Und sprich 5 Minuten von der Autobahnausfahrt sollte sich dann ein Aldi entsprechend befinden, also maximal 5 Minuten mit einer Ladesäule. Wenn man also Strom braucht für sein Elektroauto, kann man dort tanken, während man einkauft und man bezahlt auch nichts dafür. Der Strom wird von einer Anlage produziert, die auf dem Dach der jeweiligen Filiale ist. Und ich finde es super spannend, ist aber im Endeffekt auch nichts anderes, was wir auch schon seit 20, 30 Jahren haben, dass Supermärkte Tankstellen mit billigem Benzin vor ihre Supermärkte setzen und entsprechend so die Leute animieren möchten, dorthin zu kommen, um günstig zu tanken und dann entsprechend auch einzukaufen. Nächstes Thema, Facebook. Die haben jetzt im Messenger AR-Games. AR, also Augmented Reality, sprich ihr habt euer Foto, euer Gesicht, euer Video, Live-Aufnahme und darauf wird was eingeblendet und damit kann man dann spielen. Beispielsweise Android, indem man dann mit der Nase halt sein Raumschiff balanciert und anderen Raumschiffen aus dem Weg geht und entsprechend dann Punkte dafür kriegt. Man kann auch mit Freunden spielen und war da nicht was? Ja, genau. Bei Snapchat gibt's auch Spiele. Da kann man halt auch mit seinem Gesicht witzige Sachen machen, Ballons aufploppen lassen und das dann auch an Freunde schicken, die das dann auch spielen, um dann gegeneinander den Highscore zu vergleichen. Tja, also es wird mal wieder kopiert, aber ob man das wirklich braucht, keine Ahnung. Als Gag kann man es mal spielen. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine Riesenspieleplattform ist. Gestern haben wir ja darüber geredet, dass Elon Musk Tesla von der Börse nehmen möchte. Und dafür hatte er ja einen Tweet rausgeschickt, hat das angekündigt und auch gesagt, er zahlt 420 US-Dollar pro Aktie. Da hat sich jetzt die SEC in Amerika gewundert. Die SEC ist die Börsenaufsicht. Und die hat gesagt, ja, so geht das nicht. Also ist der Tweet ernst gemeint? Und wenn ja, warum gibt er das auf Twitter bekannt und reicht das nicht erstmal bei der Börsenaufsicht ein? Das ist schließlich Aktienmarkt und das ist reglementiert. Tja, die gucken sich das jetzt an und da wird der gute Elon das auch mal erklären müssen. Geht eben nicht immer so, wie er meint. Und wir bleiben da auf jeden Fall dran. Interessanterweise hat übrigens auch noch ein saudi-arabischer Fonds kurz vorher, kurz vor dem Tweet, 2 Milliarden US-Dollar in Aktien von Tesla investiert. Also, schauen wir mal, was dabei noch rumkommt. Ist auf jeden Fall spannend. Und ansonsten, das Sommerloch schlägt zu und deswegen habe ich ein ganz mega spannendes Thema noch zum Ende. Es sind neue Emojis in Android Pie vorhanden. Neue und veränderte. Ja, ganz aufregend, ne? Also ein paar neue und die veränderten sind sehr politisch korrekt. Zum Beispiel wurde aus einem Revolver jetzt eine Wasserpistole und aus einem Dolch ein Zauberschwert. Tja, ob das wirklich sein muss, ich weiß es nicht. Aber wenn ihr Android Pie installieren könnt, dann wundert euch nicht, wenn die Emojis sich verändert haben. Tja, und das war's auch für heute schon. Ich wünsche euch einen tollen Donnerstag. Wetter kühlt sich ja ein bisschen ab, zumindest bei mir hier. Und hoffe, wir hören uns morgen zum Ende der Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.